Hallöchen! Hier kommt das gewünschte Review zu den Haaröl bzw. Haarölen, denn ich habe insgesamt drei getestet und denke, ich stelle euch mal alle drei im Gesamten nochmal zusammenfassend vor. Die größte Nachfrage war zu dem Syoss und ist, um die Spannung vorwegzunehmen, auch mein absoluter Favorit bei den ganzen Ölen. Ich fange aber an mit dem Preis aufsteigend, würde ich sagen. Das günstigste Produkt war das Gliscor tägliches Öl-Elixier. Das kostet 7,99 Euro. War jetzt das zweite Produkt, was ich getestet habe, auch wieder mit den drei Anwendungsmöglichkeiten: vor dem Waschen, nach dem Waschen ins feuchte Haar oder als Beauty Finish im trockenen Haar. Und ich muss ehrlich sagen, es ist nicht schlecht. Es ist vom Geruch auch sehr angenehm, sehr leicht. Ich habe, glaube ich, in der Anwendung auf trockenem Haar als besondere Pflege vor dem Waschen zu viel genommen. Denke ich, war ein Fehler. Ich habe es dann aber auch nicht mehr genommen, weil ich dann wieder genug anderes hatte zum Testen. Finde es jetzt wirklich nicht schlecht. Also 7,99 € sind auf jeden Fall ein Top-Preis für ein Haaröl in der Form. Ist auch in jedem Einzelhandel zu kriegen, würde ich sagen, und Drogerie. Ist vom Geruch her eigentlich auch sehr, sehr, sehr okay. Also ist wie gesagt das günstigste Produkt aus dem Test. Und ich würde sagen, belegt auch auf jeden Fall Platz 2. Aber einen sehr guten Platz 2. Der nächste Kandidat wäre das Syoss als Mittelklasse. Das ist dieses absolut öltägliche Pflege. Das habe ich euch auch in meinem Favoriten vorgestellt. Und wenn ihr hier guckt, ich habe das auch schon sehr ausgiebig getestet, auch in diesen drei verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Und es hat in allen dreien auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt. Der Geruch ist auch absolut geil. Also ich würde sagen, so eine Richtung Sonnencreme. Ich muss immer nochmal nachschnüffeln, denn ich habe es jetzt eine Weile nicht benutzt. Ja, sowas in Richtung Sonnencreme, finde ich. Also hat was sehr Sommerliches, Frisches, Angenehmes. Hier steht auch Lightweight Micro-Oils. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr leichtes Öl. Und wie gesagt, ist in allen drei Anwendungsmöglichkeiten absolut zu vertreten. Also ist wirklich sehr angenehm, kostet 9,99 € oder 95, ich weiß nicht, also knapp 10 Euro. Ist wie gesagt das Mittelklasse-Produkt preislich gesehen und mein absoluter Testgewinner. Denn wie gesagt, alle drei Versionen sind top zu verwenden. Der Geruch ist optimal und ich finde auch der Preis ist super. Denn hier sind 100 Milliliter drin für knapp 10 Euro und hier in dem Glisco sind nur 75 Milliliter drin für 8 Euro. Also von daher nimmt sich da in dem Sinne kaum etwas. Das teuerste Produkt war von L'Oréal das Absolut Repair Cellular Spitzenpflegeserum. Ich habe jetzt mal nochmal gegoogelt. Ich habe Shops gefunden, da war es für 8 Euro zu sehen, teilweise war es 17 Euro. Also ich würde sagen, so der Mittelpreis wären zwischen 13 und 15 Euro dafür. Je nachdem, im Laden, denke ich mal, kann man ja die Versandkosten dann sparen und ich denke, es wird so um die 15 Euro sein. Das habe ich, wenn man auch guckt, am allerwenigsten benutzt, weil weder der Geruch noch die Wirkung überzeugen da. Es ist zwar auch ein sehr leichtes Öl, aber irgendwie habe ich am allerwenigsten dazu gegriffen. Und jetzt, wo ich ja mit drei Produkten auch noch die Auswahl habe, bleibt das wirklich ganz hinten. Ich weiß jetzt nicht, ob es an meinen Haaren liegt oder so. Es hat mich einfach gar nicht angelacht. Ich habe mir das jetzt dann mal mitgenommen und das war mein erstes Haaröl beim Friseur. Die hat mir das dann empfohlen, weil ich für meine Haare keine Kur oder so brauche, sondern nur ab und zu mal so ein Öl. Das würde schon reichen für die Spitzen. Da ich ja mit einem fettenden Ansatz jetzt nicht unbedingt eine Kur benutzen soll. Aber ja, hat absolut schlecht abgeschnitten. Und man muss sagen, das ist das teuerste Produkt und hat auch noch den wenigsten Inhalt. Hier sind 50 Milliliter drin für, ja, sagen wir mal ungefähr 13 bis 15 Euro. Und wenn man guckt, 100 Milliliter für 10 Euro, das macht dann schon einen ganz schönen Unterschied. Und um dann hier nochmal näher drauf einzugehen, also da war ja, wie gesagt, die Nachfrage am höchsten. Es ist wirklich ein sehr gutes Produkt und ist bei allen Haartypen, würde ich sagen, vom gut dünnes und feines Haar würde ich dann sehr, 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 sehr sparsam mit umgehen. Einfach nur, damit es nicht eventuell doch beschwert.
Gefärbtes Haar macht überhaupt nichts. Und wie gesagt, ich war am Anfang auch immer so skeptisch, gerade Öl bei fettigem Haar ist ja sicherlich so eine umstrittene Sache. Und man denkt erstmal, ich habe fettige Haare und soll dann noch Haaröl benutzen. Aber absolut perfekt, da es ja eh nur in die Spitzen kommt und damit den fettigen Ansatz überhaupt nicht konfrontiert wird, ist es deswegen absolut zu empfehlen und wie gesagt im Einzelhandel zu kriegen. 10 € für 100 Milliliter ist auch ein optimaler Preis, hält ziemlich lange. Also ich habe es jetzt wirklich, boah, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon teste. Es ist schon eine ganze Weile. Also ich habe es relativ häufig benutzt, wie man auch sieht. So lange habe ich es jetzt nur auch nicht, aber ist auf jeden Fall absolut perfekt. Und wenn Haaröl, würde ich persönlich zu diesem greifen. Also ich hoffe, euch hat die Review ein kleines bisschen geholfen und ich habe euch dann nochmal alle drei Sachen gezeigt. Wie gesagt, auf jeden Fall die vom Einzelhandel sind für mich mehr zu empfehlen als jetzt das vom Friseur. Da finde ich, passt Preis-Leistung absolut nicht. Und hier die beiden nehmen sich jetzt nicht so viel. Hier, das würde ich einfach sagen, ist noch ein bisschen leichter und vom Geruch her noch eine Idee angenehmer. Und natürlich dann quasi auch im Vergleich sogar günstiger. Also, bis dann!